So. Gratian-Fußspuren. Alte Fußspuren? Okay. Ah, sieht auch wieder aus wie Baselguss. Paulomo, alte Federn. Ich sag dir gleich, das Radian ist zum Kotzen. Was? Ratian ist zum Kotzen? Okay. Das rosa Radian. Das ist so echt uncool, weil rosa Radian ist so, also die zwar die stärkere Form von Radian, aber das dreht sich fast nur dauernd, weißt du, mit seinem Giftschwanz. Okay. Ja, das ist scheiße. Das ist so das Nervige bei dem. Okay, Paulomo ist weit genug weg. Jetzt finde ich aber keine Ratjan-Spuren mehr. Ich kann ja mal wieder höher klettern. So, aber nicht. Komisch, ich kann diese Ranke immer nur hochklettern. Warum kann ich denn nicht oben durch? Das verstehe ich nicht. Wieso? Naja, hier sind zwei kletterbare Ranken. Ja. Wenn ich die hochkletter, komme ich aber nicht oben da durch. Ich kann zwar durchgucken, aber er geht da nicht durch. Wo bist du denn? In der im Korallenhochland in der bei der neuen. Ist da so eine Kuppel über dir? Ja. Ich glaube, da kannst du nicht hoch. Ah, okay, Das dann. ist, dass du auf dem Palau, da ist dein Schlafplatz, springen kannst. Ah, okay. Aber wo wir gestern die dieses Explosionsvieh, Baselguss. Ja. Na? Faction, den hatten wir da Richtung, wo die Lagina da oben haust, ne? Besiegt. Ja. Und wenn du praktisch das Ding links entlang läufst,
kommst du zu einem kleinen Kletterabschnitt. Wenn du da runter gehst, da findest du auch Radiant-Spuren, fällt mir ein. Okay, da muss ich jetzt erstmal suchen. Ich glaube, ich habe Basil Goose gerade entdeckt. Ne, ist Paolomo. Ah, das war, glaube ich, in der 3. Also jedenfalls relativ oben von der Karte links war das, weißt du noch? Oh. Ja. Ich gehe da mal gerade hin, ich gucke mal. Mal sehen, wen ich noch so alles über den Weg laufe unterwegs. Aber da, wo wir Basil Goose besiegt haben, ist das nicht dann auch der Schlafplatz von Basil Goose? Also das Nest? Nee. Okay. Weil ich sehe da Basil Goose hinten. gehört eigentlich in die Wildturmödnis. Ah, okay. Den habe ich in der Wildturmödnis noch nie gesehen. So, da wo wir den besiegt haben, so, da bin ich jetzt hoch. Ligina habe ich jetzt gefunden, alte Kerben. Aber solange Basil Goose hier rumfliegt, dürfte eigentlich Ligina noch nicht auftauchen. Falsch gedacht. Oh nein. Nein, 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 lass mich in Ruhe. So, Ligina hat's aufgegeben, Hast das du ist. überlebt? Ja, Ligina hat mich gerade entdeckt, dümmlicherweise. Aber hast du überlebt? Ja, ich bin geflüchtet. So, jetzt muss ich aber nochmal dahin, weil ich bin ein paar Mal runtergesprungen. So. Aber das war jetzt dieser Platz, wo ich jetzt gerade war, wo wir Ligina immer finden. Da, wo es in der Nähe dann auch diesen Lift gibt zum Hochgleiten. Ja, aber da gab es doch diese Hauptebene, die große, ne? Die eine tiefer, meinst du? Ja, die ganz große. Ja. Genau, wenn du die links hältst, dich, dann kommst du zu diesem Kletterabschnitt auch nochmal. Also einen anderen Kletterabschnitt. Da bin ich ja gerade. Das ist ja da, wo ich Ligina entdeckt habe.
Soll ich mich jetzt mit Legina anlegen oder nicht? Ja, komm, es hilft ja nix. Ich muss dahin. Also muss ich mich mit diesem Kackvogel anlegen. Komm her, du Kackvogel. Verdammt. Nein. Ich bin in Ohnmacht gefallen. Ja, keine Ahnung. Wieso? Ja, ich finde ja eigentlich gar keine Fußspuren mehr, so auch nicht unterwegs. Und je höher ich komme, desto nicht besser wird's. Also es wird einfach nicht besser. Ja, das Problem ist, ich kann dir dann leider nicht ganz so helfen. Weil du es selber nicht weißt. Weil erstens das und zweitens sind bei dir die Fußspuren nur anders als bei mir, weißt du? Ja. Also in dem Fall, praktisch gesehen ist, ja, wie soll man es sagen? Also praktisch, du hast jetzt da Radieren-Fußspuren, aber bei mir sind da Tsitsiaku-Spuren. Ja, genau. Ja, das verstehe ich. Ach. Jetzt bin ich ja mal irgendwo gelandet, wo ich irgendwie noch nie gelandet bin. Wie habe ich denn das jetzt hingekriegt? Es gibt da auch mit Sicherheit nicht irgendwie so ein Trick 17, den man anwenden kann. Nee. Das ist leider das Problem. Das ist scheiße. Ja, das glaube ich schon.
Ja, komm doch. So. Kein Charme aus mir übrig. Weiter geht's. Paolomo fliegt da irgendwo rum. Das ist nicht sehr cool. Hier fliegt doch ganz viel Vogelfiech rum. Hier hat doch bestimmt Ratjan auch irgendwo sein Häuschen gelassen. Ratjan, da ist es doch. Wo? Wo? Da. Mal sehen, ob ich noch mehr finde. Habe ich eine super Ecke gefunden. Was gibt's hier? Was kann ich hier machen? Nix. Dumm aus der Wäsche gucken kann ich hier. Ach, genau hier hatte ich den anderen Palikuh gefunden. Ja, okay. Runter will ich eigentlich nicht, aber rüber kann ich. Ach, bin ich jetzt schon wieder hier gelandet? Ah, okay, ich bin schon wieder hier gelandet. Ja, das ist wieder diese Kuppel mit diesen Ranken, wo ich nicht hochkomme. Ah, okay. Hallo? Was greifen mich denn jetzt hier diese komischen Wespen an? Ich glaube, die spinnen. So, ich mache jetzt mein letztes Spiel. Und dann gehe ich in die Haie. Musst du morgen arbeiten? Morgen schon wieder. Ja. Oh je. Ich hab so Lust. Ja, das merkt man. Das hört man so richtig raus, wie viel Bock du doch da drauf hast. Ja, Mann. Das sind die Momente, in dem ein Leben eines Hartz-IV-Empfängers sehr erstrebenswert ist. Du könntest jetzt bis 3 Uhr weiterspielen und dann kannst du wieder ein paar Stunden schlafen, dann kannst du wieder spielen. Ja, toll. Aber so richtig vom Leben kriegt man ja auch nichts mehr mit. Nö. Ich weiß noch gar nicht, was ich hier so noch machen soll, weil das Problem ist dann nur bei mir, nach 2 Tagen wüsste ich nicht, was ich mehr machen soll. Hast schon alles dann durch, sozusagen. Ja, kennst du von SpongeBob die Folge mit Mr. Krabs, wo er in Ruhestand geht? Ja. Ein Tag, nee, warte mal, wie lang war's? Ich glaube noch nur ein halber Tag oder sowas, und dann wusste er schon nicht mehr, was er tut. Genau, bis 11 Uhr, da hat er alles erledigt. Ja. Wahnsinn. So, latsche ich jetzt hier nochmal rum. Ne, warte mal. Großer Platz, dann links. Genau, dann kann ich ja da hoch. Ratjan, wo? Stein.
Nee, Stein will ich nicht. Nein. Wieso du Stein? Ja, er zeigt mir. Ach, da! Ratjan-Schuppe. Ah. Ewig lange Suchaktionen hier. Ich könnte so kotzen. Was ist das? Sporenbusch. Ach so. Gehe ich halt noch ein hoch. Legina wird ja den Ort eh bald verlassen. Na toll, Basil Goose ist noch da. Machen Basil Goose und Legina jetzt gemeinsame Sache? Eigentlich sollten die sich angreifen. Ah, machen sie jetzt auch. Ja, sehr gut. Dann prügelt ihr euch mal. Ich gucke derweil zu, wie ihr das so macht. Gut, jetzt fliegt ihr ja eh weg. Wohin auch immer, das ist mir eigentlich egal. Gut. Schnell weg, bevor die wiederkommen. So, jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal da, wo ich eigentlich hin wollte. Oh Mann, das war knapp. Wo kann ich denn jetzt von hier aus hin? Ich kann da rein. Nee, kann ich nicht. Aber ich habe hier irgendwie so einen grünen Punkt, der sich bewegt. Was ist denn das? Hä? Fischforscher, okay. Was macht der? Weiß ich nicht. Forscht wohl Fische. Gehe ich einfach mal von aus. Ich habe nur so einen grünen Punkt gesehen und habe so gedacht, hä, das sind doch meistens irgendwie Freunde oder Ziele, die du anpeilen kannst. Damit du irgendwelche Aufgaben abernten kannst. Dann habe ich geguckt. Ja, Fischforscher. Ja, schön. Ja, lieber ein Fischforscher als Legina, genau. ein Schnurtruppler. So. Wieso? Schnurtruppler wäre doch besser. Dann kann ich doch ein bisschen. Stimmt auch wieder. Ne? So, Lehmpilz, Giftkelch. Was ist das? Lehmkröte. Ja, okay, dann gehe ich jetzt mal nach ganz oben, wo Legina zu Hause ist. Vielleicht finde ich da noch was. Und wenn ich da auch nichts finde, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber ein Keilkäfer ist hier irgendwo. Habe ich Nova-Kristall gefunden? Ja.
Ach. Oh. Naja gut, dann kehre ich da jetzt auch zurück, weil das hat ja dann jetzt eh keinen Sinn mehr. Weil ich finde ja Ich bin irgendwie mal nichts. gespannt, wie viel du erforscht hast. Nicht viel. Das sah nicht nach viel aus. Na Gott sei Dank. Ich bin gerade von der Expedition zurückgekehrt, fliegt die Gina vorbei und landet neben mir. Glückpilz. Ja. Noch nicht mal die Hälfte erreicht. Es ist zum Kotzen.